if he would make, if he want to make money, if it's his intense feeling of making money out of these things, he could have sold it in all these 60 years. He could have sold at least the Picassos and all these famous pictures to museum, to any rich people, no? So he was not interested in to make any money. He just wanted to make money just for to make his own living. So he sold some pictures, so to make his own living, but nothing more. And this is the philosophy of these kind of people, that they want to have this, just as I said before, no? They want to just have this as a collection, and they want to have this knowledge as a knowledge, right? Es war im Grunde genommen, war das eigentlich so ein lonesome Cowboy, eigentlich eine einsame Seele, ne? Eigentlich auch eine tragische Figur irgendwie in seiner Art, ne? Weil das war immer ein feinen Zwirn gekleideter Herr, ne? Der natürlich, wie gesagt, ne, darauf stolz war, dass er natürlich damals sein Vater einer von den vier auserwählten Männern war, die mit vertraut gewesen sind, als Nicht-Arier, das muss man sich immer mal vorstellen auch, ne? Die Gemälde damals, die als entartete Kunst gegolten haben, die man aus den Museen entfernt hat, 20.000 Bilder redet man davon oder so weiter, die aus den Museen entfernt wurden, dass er damit vertraut war, also der Vater.